Uns interessiert eigentlich diese Frage. Das ist das sogenannte allgemeine Halteproblem. Ich habe irgendeine beliebige Turingmaschine. Ich habe ein beliebiges Wort, was ich dieser Turingmaschine als Eingabe gebe. Und mich interessiert die Frage, hält das Ding an oder hält es nicht an? Also ich wende dann die Turingmaschine oder den Algorithmus, M habe ich den hier genannt, wende ich auf die Eingabe an. Ja, und ist das sozusagen ein entscheidbares Problem? Das ist eine Frage, die kann ich so formulieren. Ich muss hier eine Entscheidung fällen, entweder ja oder nein. Können wir das lösen oder können wir es nicht lösen? Und die Aussage wird sein, wir können es nicht lösen. Und ich hätte das, glaube ich, da hatte ich, glaube ich, schon mal gefragt, was ich dann auch ganz gerne in so einer mündlichen Prüfung immer mal frage. Ja? Im ersten Semester, da lernen sie Programmierung. Ja, da kriegen sie irgendwie eine Fragestellung, ein Problem, quasi eine Problemspezifikation. Sie sollen ein Programm dafür schreiben. Ja, und sozusagen ein Algorithmus, der auf der einen Seite ihr Computerprogramm nimmt, was sie geschrieben haben, auf der anderen Seite die Spezifikation nimmt und guckt, ob es erstmal überhaupt anhält für jede mögliche Eingabe und b, ob es die gewünschte Spezifikation erfüllt, bei einer unendlich großen Menge von Eingaben. Also alles andere ist uninteressant. Ja? Wenn ich nur irgendwie endlich viele mögliche Eingaben haben, das hat man schon gesagt, das können wir immer entscheiden. Ja, und dann bauen wir irgendeinen Automaten, der das fest verdrahtet hat. Aber wenn ich unendlich viele Eingaben habe, dann kann ich sowas nicht automatisiert überprüfen. Und warum das so ist, das wollen wir uns halt noch überlegen.